Hallo, auch von meiner Seite. Ich mache Ihnen heute ganz was Schnelles, und zwar eine Zitronenroulade. Was Sie dafür alles brauchen, das sehen Sie hier. Eier, Kristallzucker, Vanillezucker, glattes Mehl, unbehandelte Zitrone, Stärke, Topfen, Gelatine und Öl. Das genaue Rezept und weitere Informationen finden Sie im Teletext in der ORF-Nachlese und unter insider.orf.at. Für diese Zitronenroulade habe ich mich aus zwei Gründen heute entschieden. Zum ersten geht es einmal richtig schnell und es ist nicht so kompliziert. Und zum zweiten, nie schmecken Zitrusfrüchte so frisch und so aromatisch wie jetzt im Februar. Für die Roulade habe ich da ein Biskuit vorbereitet, beziehungsweise die Eiermasse einmal aufgeschlagen. Das sind ganze Eier und ein Dotter. Das Dotter da drinnen bewirkt, dass es ein bisschen saftiger und cremiger ist. Natürlich aber auch Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz. Salz darf nicht fehlen, macht alles ein bisschen harmonischer. Was ich dazu gebe, ist jetzt eine versiebte Mehl- und Stärkemischung. Und sieben ist auch immer ganz wichtig, damit man die ganz feinen Klümpchen rausbringt, damit das Mehl gut durchlüftet ist und einfach besser binden kann. So. Dann fangen wir mal an, das schön unterzuheben. Und dann habe ich noch was dabei. Und zwar jeden Biskuit macht es ein bisschen saftiger, wenn man ein bisschen Öl oder zerlassene Butter dazu gibt. Kostet zwar ein bisschen am Volumen, ist aber nicht so schlimm, weil einfach die ganze Masse dann feinporiger wird und länger frisch halten bleibt. Sobald ich das Öl schön untergearbeitet habe, und das gebe ich nämlich immer zum Schluss dazu, auch zerlassene Butter oder Fett anderer Art, immer zum Schluss dazu geben, sonst habe ich viel weniger Volumen. Ich gebe das Ganze einfach mit einem Backpapier ausgelegtes Backblech und streiche es schön gleichmäßig glatt. So, meiner Meinung nach geht es am besten mit so einer Wicker-Palette und einfach schön zum Rand hinstreichen und dann einfach so schön die Runde fahren. Auch das Blech immer wieder ein bisschen drehen, das Papier ein bisschen festhalten. So. Natürlich ist es bei einer Roulade wichtig, dass Sie das relativ gleichmäßig aufstreichen. Zu dünne Flächen neigen natürlich dazu, auszutrocknen und spröde zu werden. Und dann lässt sich die Roulade schlecht einrollen. Deswegen ein bisschen drauf achten. So, schaut nicht mehr so schlecht aus. Und dann geben wir es jetzt einfach ins Rohr. So. Bei Rouladen und so kleinen und flachen Gebäcken ist die Backtemperatur sehr, sehr wichtig. Wir sollten es schon ungefähr 220 Grad aussuchen und Heißluft oder Ob- und Unterhitze ist Ihnen überlassen, aber es soll sich trotzdem wattig und weich anfühlen und ja nicht zu lange backen. Für die Creme, da nehmen wir gleich das Oberst mit. Das ist ja auch schon geschlagen. Damit wir da gleich weitermachen können. Da herinnen habe ich jetzt den Topfen und Zucker, ein bisschen Zitronenabrieb und ein bisschen Zitronensaft. Und da ist einfach wichtig, zuerst glatt rühren, dass die ganzen Klümpchen vom Topfen rausgehen. So, dann rühre ich gleich weiter. In der Zwischenzeit kann ich mal die Gelatine ja auflösen. Die habe ich zuerst eingeweicht gehabt, in kaltem Wasser gut ausgedrückt und in dem ein bisschen Zitronensaft löse ich jetzt die Gelatine auf, damit ich sie dann auch in die Topfenmasse einarbeiten kann. So. Natürlich brauchen wir jetzt einen ausgekühlten Biskuit und den habe ich mir schon hergerichtet, weil auch da ist die Backzeit sehr wichtig und da wollte ich es jetzt nicht darauf ankommen lassen, dass man unserer noch warm ist, während wir die Creme einfüllen, weil so eine schaumige Sahnemasse in eine warme Roulade einfüllen, das geht gar nicht, da rinnt ihnen nach alles außer und das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber Sie sehen, wie geschmeidig das ist sehr weich, das ist sehr biegsam, das Backpapier ist unten nur drauf, das werden wir jetzt gleich übergeben. Am besten lasst euch sowas rollen mit dem alten Trick von der Oma, dass das umdran auf einer für Küchenhangerl versauberst und dann einfach schön das Papier überziehen. So. Und jetzt können wir es dann gleich einrollen. Gelatine brauchen wir ein bisschen. Das ist eh schon schön glatt. Fein.
Die Gelatine ist jetzt aufgelöst. Das gebe ich jetzt einfach unter einem Schwung zur Topfenmasse dazu. Und da ist wichtig, jetzt dürfen Sie fest rühren, dass die auch keine Gelatineklumpen zustande kommen. Danach, sobald die Sahne dabei ist, sollten Sie nicht mehr allzu viel herumrühren. Dann verliert es nämlich an Volumen. So. Dann dies oben unterheben. So, schön runde Bewegungen. Da immer in den Kessel oder die Schüssel auch ein bisschen mitdrehen. Da muss sie weniger rühren, geht es also ein bisschen schneller. Und dann einfach mit dem Gummispatel noch ein bisschen zum Schluss schauen, dass man alles schön erwischt hat. So, dann schon auf die Roulade verteilen. Und jetzt ist wichtig, dass nicht zu weit auf den Rand aus sie streichen. Gell? Also lieber ein bisschen vorher aufhören, weil durchs Drehen druckt uns das dann sowieso ein bisschen seitlich hin und dann kannst du das alles ein bisschen ausdrucken. Das ist dann nicht so schön. Ein bisschen was haben wir noch. So. Kommt natürlich der große Moment. Sie sehen, ich habe da am Rand die Seiten schon abgeschnitten. Hat natürlich ein bisschen einen Grund, weil das ist meistens ein bisschen trocken. Und gerade auf der Seite neigt es dann zum Brechen. Und dann bricht eben nicht nur das äußerste bisschen weg, sondern das bröckelt so halb in die Roulade ein. Und weil ich das nicht will, habe ich es einfach weggeschnitten. Dann einfach so den ersten Stickerl einschlagen und dann einfach vorsichtig weiterrollen, bis man so das Ende erreicht hat. Sehen, muss eh schon wieder ein bisschen ausertan. So, ist schön. So, das schaut ja schon ganz gut aus. Und jetzt werden wir es noch in den Kühlschrank geben. Und dann macht sich das Hangerl dann zum zweiten Mal bezahlt, indem man es einfach so rüberheben kann. Und so stellen wir es jetzt ein. Natürlich habe ich schon eine fertige Roulade für Sie mitgebracht. Die werden wir jetzt ein bisschen anzuckern und dann können wir es eigentlich schon genießen. So. Dann werden wir schön großzügig Stickerl noch schneiden. Das ist so ein erfrischendes Gebäck. Also ich finde immer, das mag jeder gern. Das garnieren wir jetzt ein bisschen aus mit der Zitronenmelisse. Und dann steht dem Genuss nichts mehr im Wege. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen inspirieren lassen von meiner einfachen Bäckerei heute und hoffe, dass Sie es natürlich einmal nachmachen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschauen und schöne Grüße und Dankeschön. Wenn Sie weitere Anregungen für süße Köstlichkeiten haben möchten, könnte Sie unser heutiger Buchtipp interessieren.